Herr Kranz, die EPL gehört sicher zu den grossen Gewinnern neben der FBB. Wie geht es Ihnen? Feierlaune nicht mehr, oder? Ja, mir geht es sehr gut. Ich meine, die Spannung fällt jetzt etwas ab. Wir sind gespannt. Die vier Kandidaten hätten wir überhaupt nicht wissen können, wie jetzt das da ausgeht. Ich denke, für uns ist es wirklich ein tolles Resultat. Wir dürfen uns heute darüber freuen. Tun das so und möchte einfach allen Danke sagen, die sich für das eingesetzt haben. An was machen Sie das tolle Resultat fest, wie Sie sagen? Ja, ich meine, wir haben vier Kandidaten gehabt und Vorsteherwahl ist ja eine Personenwahl. Wir haben vom ersten Tag an unsere Ideen gebracht, was wir machen möchten, wie wir Bürger mehr einbeziehen möchten in die Gestaltung für unsere Gemeinde. Und ich denke, das sind doch Argumente, wo viele Wählerinnen und Wähler gesagt haben, jawohl, das möchten wir in Zukunft umsetzen. Wie geht es bezüglich zweiter Wahlgang weiter für die EPL? Ja, zweiter Wahlgang. Alle Kandidaten konnten jetzt ja bis heute Abend um 12 Uhr entscheiden, ob sie in zweiter Wahlgang gehen oder nicht. Und von morgen an wissen wir dann, wer das sein wird. Und dann wird man neu schauen, hat man noch einmal 3 Wochen jetzt Zeit bis zu der nächsten Wahl. Und ja, wir würden versuchen, Bürgerinnen und Bürger einbeziehen und ihnen unsere Argumente weiterzubringen und zu schauen, was nachher in 3 Wochen rauskommt. Aber Sie wissen schon, dass Sie in den zweiten Wahlgang gehen? Ja, ich denke, es ist schon mal sicher. Für mich ist es eigentlich klar gewesen. Meine, viele Personen haben ja gerne gewusst, dass jeder in den zweiten Wahlgang kann. Sondern für viele wäre eigentlich die Logik gewesen, Nummer 1 und 2 gehen nachher in den Entscheidungswahlgang. Ja, ich bin jetzt momentan auf dem Nummer 2 da und so. Und somit ist es für mich auch klar, dass man dann natürlich auch in den zweiten Wahlgang geht.